Okay, Psalm 35 sind wir geblieben. Und nehmen ein paar Versen mal, es ist ein relativ langer Psalm. Vers 1 am Psalm Davids. Und wenn wir diesen Psalm lesen, dann ist da einiges, was sich bezieht auf David geschichtlich, aber auch prophetisch bezieht sich einiges auf Jesus Christus. Das sieht man oft in den Psalmen, geschichtlich auf David, prophetisch zukünftig auf Jesus Christus. Psalm 35, Vers 1 am Psalm Davids. Herr, hadere mit meinen Hadernen, streite wider meine Bestreiter. Ergreife den Schuld und Waffen und mache dich auf, mir zu helfen. Zücke den Spieß und schütze mich wider meine Verfolger. Sprich zu meiner Seele, ich bin deine Hilfe. Es müssen sie schämen und gehöhnet werden, die nach meiner Seele stehen. Es müssen zurückkehren und zu Schanden werden, die mir übel wollen. Sie müssen werden wie Spreu vor dem Winde, und der Engel des Herrn stoße sie weg. Ihr Weg müsse finster und schlüpfrig werden, und der Engel des Herrn verfolge sie. Und das ist eine sogenannte messianische Psalm. Die spricht von dem Messias, hebräisches Wort, oder Christus, das Wort für Gesalbte in Griechisch. Und es gibt ganz klare Hinweise zu dem Herrn Jesus Christus. Zum Beispiel, wir nehmen ein paar Versen, die spezifisch über Jesus Christus gehen. Zum Beispiel Vers 7. Sie haben mir ohne Ursache gestellt, ihr Netz zu verderben und haben ohne Ursache meine Seele grobe zugerichtet. Das ist Jesus Christus. Da war keine Ursache, er war ohne Sünde und doch haben sie bewusst versucht, ihn umzubringen. Kommen wir als Querreferenz da zu Johannes Kapitel 15, Vers 25. Johannes Kapitel 15, Vers 25. Doch dass erfüllt werde der Spruch in ihrem Gesetz geschrieben, sie hassen mich ohne Ursache. Und das sagt er über sich selber. Sie, die führende orthodoxe Jude, haben Jesus ohne Ursache gehasst. Das hat er getan, durchgemacht für dich und für mich. Dann lesen wir ein wenig weiter im Psalm 35, Vers 9, was spezifisch über Jesus geht. Meine Seele müssen sich freuen des Herrn und fröhlich sein auf seine Hilfe. Also in all diesen Trübsal hat Jesus sich gefreut in seiner Seele, weil er wusste, er soll von seinem Gott, von den Toten auferweckt werden. Vers 11 sehen wir noch einmal einen spezifischen Hinweis auf Jesus Christus. Es treten frevele Zeugen auf, die zeigen mich, dass ich nicht schuldig bin. Frevele Zeugen, also falsche Zeugen, die sehen wir auch im Neuen Testament aufkommen, wenn Jesus falsch angeklagt wird, kurz bevor er von Pontius Pilatus übergeben wird, um am Kreuz zu sterben. Wir lesen da in Markus 14, Vers 56. Markus 14, 56. Viele gaben Falschzeugnis wider ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Praktisch für euch, das war bei Jesus so, du wirst oft falsch angeklagt. Das waren viele, nicht ein paar, viele. Und wie es war bei Jesus, damals auf Erde, er ist das Haupt im Himmel, soll es auch mit seinem Leib hier auf Erde sein. Du wirst oft falsch angeklagt. Es kann auch fürs Gericht kommen. Mach dich keine Sorge, Gott gibt dich Weisheit, was zu antworten. In Matthäus Kapitel 26, Vers 60 wird das nochmals erwähnt. Matthäus 26, Vers 60. Matthäus 26, Vers 59 fangen wir an. Die Hohenpriester aber und Ältesten und der ganze Rat, also drei Gruppen, suchten falsch Zeugnis wider Jesum,
auf dass sie ihn töteten. Erinnern wir uns noch an Johannes 8, 44, er sagt Jesus zu diesen Leuten, ihr seid von dem Vater der Teufel und der Lust eures Vaters wollte tun, er ist ein Lügner und ein Mörderer. Erst kommt eine falsche Anklage, die lügen mit dem Absicht, Jesus oder Christen umzubringen. Das ist in Moslemländern so, kommunistischen Ländern so, viele katholische Länder bis aus heute, aber auch hier bei uns, hier in Nordwesteuropa. Falsche Anklage, falsche Zeugnisse. Das heißt, das ist nicht einfach, das musst du einstecken und für die Feinde beten. Lass dich nicht verbieten, wenn Leute bewusst falsche Anklage. Wenn das passiert, wenn das mit dir passiert, und das soll passieren, oder passiert nun, ist passiert, was kannst du tun? Komm nach einer wunderschönen Verheißung und die brauchst du auch auswendig zu lernen, weil das wird, die brauchst du unbedingt in Jesaja 54, Vers 17. Jesaja 54, Vers 17. Aller Zeug, die wieder dich zubereitet wird, dem soll nicht gelingen. Und alle Zunge, so sich wieder dich setzt, sollst du im Gericht verdammen. Das ist das Erbe der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir, spricht der Herr. Das Vers brauchst du unbedingt. Als Bibelgläubiger wirst du dauernd falsch angeklagt. Und wenn es eine gerechte Klage ist, weil du etwas falsch getan hast, Sünde, dann musst du da entschuldigen, es in Ordnung bringen, Sünde lassen und durchziehen. Wenn es falsch ist, kannst du sagen, Herr, belohne die Person nach seinen Werken und beanspruche diese Verheißung. Du sorgst für deinen Charakter, dass es recht tut. Gott schaut auf dein Zeugnis. Es fängt immer mit Rufmord, nennt man das hier, das ist auch strafbar. Aber schlussendlich sorgt Gott für den Ruf, wenn du für deinen Charakter sorgst. Dann zurück zu unserem Text in Matthäus 26, Vers 60. Wie wohl viel falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nicht, doch keins. Zuletzt traten herzu 10 falsche Zeugen und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen denselben bauen. Und der Hohepriester stund auf und sprach, antwortest du nichts? Er hat nichts geantwortet. Hat es einfach den Herrn überlassen. Das ist eine der schwersten Dinge. Und vor allem bei ihr Schwestern ist das nicht so einfach. Wird bewusst dich verleumdet oder du wirst, dein Mann wird verleumdet, weil er als Sprachrohr Gottes, mit Gottes Stimme, das Wort bedient. Und du hörst als Ehefrau oft die schlimmsten Dinge über deinen Mann. Denk, das stimmt nicht, das ist böse. Und du willst ihm persönlich mal zeigen, was. Und er sagt, überlass das Gericht mir. Das Gericht gehört mir, nicht dir. Und dann musst du lernen, das den Herrn zurückzugeben und für diese Leute zu beten, dass Gott sie belohnt nach ihrer Werke. Das tut ihr auch. Zurück zu unserem Text in Psalm 35. Noch ein paar Referenzen, die ganz klar sprechen nicht von, natürlich David geschichtlich, aber spezifisch von Jesus in der Zukunft. Vers 14. Ich hielt mich, als wäre es mein Freund und Bruder. Ich ging traurig wie einer, der Leid trägt über seine Mutter. Jesus ist traurig gegangen. Zur Gethsemane, zum Kreuz, weil er hat Leid getragen für dich und für mich. Aber da war jemandem, die war wie sein Freund und sein Bruder. Das war Judas Iskariot. Aber in den Geist von Judas war Abaddon oder Apollyon. Das war auch ein König, der König des Abgrunds in Offenbarung Kapitel 9. Bleiben wir in Matthäus 26, ein bisschen weiter, in Vers 40 lesen wir Folgendes. Er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, nein, das ist er nicht, ich suche die Referenz, wo Matthäus 26, Vers 50. Matthäus 26, 50, Jesus sprach zu ihm, mein Freund, warum bist du gekommen? Zu wem spricht er das? Judas Iskariot, mein Freund, das sagt er. Und wie wurde Jesus verraten von Judas? Vers 48, der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen sie ich küssen werde, der ist es, den greifet. Das Bad trat er zu Jesu und sprach, gegrüßt seist du, Rabbi, und küsste ihn. Weißt du, was die Idee heute ist mit den falschen Christen? Und mit diesen Clown in Rom?
Gott liebt euch. Gott liebt euch. Friede, Friede, Einheit, Einheit. Wenn sie die Chance haben, tun sie das. Falsche Leute sind das. Pass auf, mit denen die immer über Liebe, Liebe, Liebe sprechen. Sie sind auch in vielen Gemeinden heute, vor allem die charismatischen Gemeinden. Charismatische und Römer sind immer zusammen. Beide haben eine falsche Autorität. Rom sagt, wir kommen von Petrus, obwohl sie eigentlich von Nimrod kommen. Und die Charismatiker sagen, nein, wir sind von Apostel, haben die Zeichen und die Wunder, obwohl es überhaupt kein Zeichen und Wunder mehr gibt. Dann gehen sie wunderbar zusammen. Zügel einer Art kommen immer zusammen. Dann Vers 17. An Hinweis zu Jesus Christus. Herr, wie lange willst du zusehen? Errette doch meine Seele aus ihrem Getümmel und meine Einsame von den jungen Löwen. Das ist eigentlich eine Sache, die wir im Psalm 22 sehen. Ein Hinweis zu Jesus Christus. Er wurde in seine Seele zu Sündopfer gemacht. Ein paar Kapitel zurück. Im Psalm 22 lesen wir in Vers 13. Große Pfarren haben mich umgeben, fette Ochsen haben mich umringt. Das sind ein Bild von diesen Teufel, Dämonen, die da unsichtbar rundum das Kreuz durch die Hohepriester und Soldaten gehandelt haben. Vers 20 und 21 vom Psalm 22. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, meine Einsame von den Hunden. Bild von diesen unreinen Geistern. Jesus wurde vereinsamt. Er sagt am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Mensch wurde er verlassen, nicht im Buch in der Dreieinigkeit, als Mensch wurde er verlassen, weil er wurde zu Sündopfer gemacht für dich und für mich. Psalm 35, Vers 18. Ich will dir danken in der großen Gemeinde und unter viel Volks will ich dich rühmen. Und was du hier siehst, ist eigentlich ein Zitat aus dem Neuen Testament, in Hebräer Kapitel 2, Vers 11 und Vers 12. Hebräer 2, Vers 11 und Vers 12 sagt, sintemal sie alle von einem kommen, beide der geheiligt und die da geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu heißen, sprechen von Jesus, und spricht, ich will verkündigen deinen Namen, meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Und das ist eigentlich, was wir tun, wenn wir uns versammeln im Namen Jesu, während der Woche, am Sonntag, bringen wir ihm Lob und Dank. Und der Teufel hasst das, wenn wir uns versammeln im Namen Jesu Christi. Damals unter Kommunismus, in DDR-Zeit, Russland, Hausversammlungen waren verboten. Nun, heute unter Putin, in Moskau, 4, 5 Jahre her, Gesetz eingeführt, du kannst nicht mal als Familie zusammen die Bibel lesen oder als Ehepaar kannst du die Bibel nicht lesen. Wenn sie ausfindig machen, kannst du in den Knast kommen. Unangemeldete, nicht registrierte Versammlung oder Gemeinde. Gleich ist immer in vielen Moslem- oder kommunistischen Ländern wie Nordkorea. Wir sind hier, um den Herrn zu loben und zu preisen. Dann in Vers 21. Und sperren im Maul weit auf, wider mich. Und sprechen, da, das sehen wir gerne. Das ist ein Hinweis auf Psalm 40, Vers 15. Noch spricht von Jesus Christus. Schämen müssen sich und zu Schanden werden, die mir nach meiner Seele stehen, in der Jesus Christus durch David. Dass sie die umbringen, zurück müssen sie fallen und zu Schanden werden, die mir übelst gönnen. Und das ist passiert mit Pilatus und mit den Juden, die Jesus gekreuzigt haben. Was war das für Übels? Nach 40 Jahren kam General Titus und hat ganz Jerusalem zerstört. 1 Million Juden umgebracht, 500 gekreuzigt rund um Jerusalem. Und Jerusalem wurde vollkommen zerstört, der Tempel, bis die Fundamente vollkommen zerstört. Ein Gericht von Gott nach 40 Jahren. 40 Jahre ist Zahl der Prüfung in der Heiligen Schrift. Das sind also eine Menge Versen im Psalm 35, die sprechen von der Person von Jesus Christus. Wir sehen da, dass das Gebet in Vers 1 und Vers 2 kannst du auch beten. Wir machen es nun praktisch für dich als Christ. Herr, hadere mit meinen Hadern. Mit anderen Worten, da sagt, ich trete zurück, du musst mal mit ihnen anfangen zu hadern. Streite wie de meine Bestreiter. Ergreife den Schild und Waffen und mache dich auf, mir zu helfen. Mit anderen Worten, er bietet Gott, du musst den Kampf mal kämpfen. Wir haben das gesehen
im Alten Testament, Mose muss das ganze Volk Israel ausführen aus Ägypten, er kommt für das Schilfmeer, ein Riesenmeer, er hat ein paar Millionen Juden hinter sich, die warten, dass er ein Wunder tut. Die mächtigste Armee kommt hinter ihn und der Pharao. Und was sagt der Herr dann? Ich werde vor euch streiten und ihr werdet stille sein. 2. Mose 14, 14. Ganz wichtig, ab und zu denkst du, ich muss kämpfen, ich muss das. Und der Herr sagt, lass es mir über. Ich kämpfe und du musst stille sein. Und das musste David auch lernen. Er hat gelernt, wenn Gott anfängt zu kämpfen, das ist viel effektiver, als man selber immer versucht zu kämpfen. Die Sache muss man dem Herrn Jesus übergeben. Der ist dein Schützer. Komm im Neuen Testament als Ermutigung nach Römer Kapitel 8, Vers 33. Römer Kapitel 8, Vers 33. Römer 8, Vers 33 bis Vers 39. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Du bist auserwählt, weil du hast der Auserwählte Christus aufgenommen, dann bist du in Christus, bist du auserwählt. Nicht für die Gründung der Welt, aber im Moment, dass du Jesus aufgenommen hast. Gott ist hier, die da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welche uns zu Rechten Gottes und vertritt uns. Also er vertretet dich, er schützt dich, er betet für dich an der rechten Hand des Vaters. Er tut das nicht, auf dass du dein Heil verlierst. Nein, das ist eins und für ewig geschehen durch das Opfer Jesu am Kreuz. Er bittet für dich, dass du einen Wandel, eine Nachfolge durchziehst und nicht aufhörst oder zurückfällst. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja, vielmehr, der auch auferweckt ist. Haben wir gelesen. Wir will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsel oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fertigkeit oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet für Schlachtschafe. Das ist, wie die Welt uns anschaut, Schlachtschafe. Wenn möglich, möchten sie uns umbringen. Aber in dem Allen überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Wir sind in Christus Sieger. Deswegen sagt er in Vers 8 und 39, nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Darin ist er gewiss. Und das ist so wichtig, dass du das immer, niemals vergisst. Du und dem Herrn sind immer eine Mehrheit. Und im Prinzip, wenn du recht tust und Jesus nachfolgt, diejenigen, die dich attackieren, attackieren den Herrn. Das sagt Jesus zu Saulus, wenn er noch als Ungläubiger die Gemeinde verfolgt, er sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du? Mich. Mich. Ist nicht du. Ist der Herr, die sie verfolgen. Sie haben ein Problem im Herzen mit dem lebendigen Gott. Das ist das größte Problem. Nun, zurück zu unserem Text im Psalm 35, Vers 3. Zücke den Spieß und schütze mich wider meine Verfolger. Sprich zu meiner Seele, ich bin deine Hilfe. Und jedes Mal, wenn David in den Kampf ging mit den Philister, Gott war mit ihm. So hat dann gedacht, weißt du was, diese David, die Frau hat mir gesagt, nach der Tötung von Goliath, ja, Saul hat sein Tausend geschlagen, aber David, sein Zehntausend. Und da kam Neid von Saul auf David. Dann hat Saul gesagt, weißt du was, ich schicke ihn mal zu den Philister, muss er mal kämpfen. Und was sehen wir da? In jedem Kampf war er siegreich. Warum? Gott war mit ihm. So wichtig, vergiss niemals, du sorgst in deiner persönlichen Beziehung mit Jesus, stimmt, Gott ist mit dir. Und das sollen die Leute auch sehen. Ja, dann war ich in Korea, Südkorea, auf der Universität und dann habe ich eine christliche Arbeit besucht an Hanyang Universität und die haben dann als Studenten eine Fußballmannschaft zusammengestellt. Und die sollten dann spielen gegen eine Profimannschaft von dieser Universität, von Jungs, die da an Börse bekommen, um Fußball zu spielen und dann noch ein bisschen zu studieren. Die Profi gegen diese einfache christliche Mannschaft. Die Profi war viel besser. Er sollte spielen am Nachmittag, war heiß dann, so um 3 Uhr nachmittags, war nach 40 Grad, 2x 45 Minuten. Und dann haben die Profi-Jungs gesagt, nein, nein, wir spielen dann nicht gegen euch. Ja, wieso denn nicht? Ja, könnte 5 Uhr haben, das ist okay, aber wir spielen nicht gegen euch. Wisst ihr, spielt ihr dann nicht? Ja, ihr seid doch fit, viel fitter als wir. Weißt du, was sie gesagt haben? Das waren alle Jungs, die buddhistisch waren. In Korea sind viele buddhistisch oder konfuzianistisch. Die haben gesagt,
es ist so heiß, das ist gefährlich für die Gesundheit. Da haben die Christen gesagt, ja, aber ihr seid in viel besserer Kondition als wir. Dann sagen die Jungs, aber ihr Gott ist mit euch. Und wir haben diesen Gott nicht. Deswegen spielen wir nicht gegen euch. Wo sie physisch viel überlegener waren. Das ist ein gutes Zeugnis. Nicht, dass sie direkt zum Glauben kamen an diesen Gott, Jesus Christus. Aber das war ein Zeugnis. Und Gott war mit ihnen. Und das ist eine wichtige Sache, um niemals zu vergessen. Das heißt, Gott hat in der Geschichte gekämpft für David und Israel gegen die Moabiter, Philister, Syrien, Edomiten. Er kontrolliert die buchstäblichen Schwerter, Schilde, Speere von der Truppe von Joab. Und das ist wichtig zu wissen. Gott führt dein Wort. Wir haben heute gebetet, Herr, gib uns göttliche Termine auf die Straße, haben eine junge Dame, Slavica getroffen. Das ist getroffen, glaube ich, ja? Slavica, diese serbische Frau. Wie war das? Oder war das? Ja. Shazad hat getroffen. Ja. Und sie werden in die Gemeinde kommen, serbische Frau, muss eine gute Bibel haben und so weiter. Ja, ich bin schon 33 Jahre Christ und so weiter. Und ich suche eine Gemeinde, ich bin in der Stammi. Und da ist so viel, 33 Christ, Zungen und Zeichen, dann will ich nicht. Und die Gemeinde ab, ist auch ein Baptistengemeinde ab will. Er sagt, ja, aber praktisch auch Zungen und so weiter, Heilverliebigkeit. Aber das will ich nicht, das ist nicht richtig, ja. Kirchebild. Genau, Kirchebild. Aber offiziell ist das Baptistengemeinde. Baptisten, ja. Früher war Baptist, heute heißt das Kirchebild. Ja. Also so ein neutraler Name von Kirchebild. Keine Ahnung, was ich glaube. Und dann hat sie gesagt, das will ich auch nicht. Aber kann nicht, nein, sagt sie, kann suchen. Oh, das ist so eine schöne Gemeinde. Wo kann ich da, sagt sie, sie ist auf die Straße immer am Zeuge, ich will Leute in die Gemeinde führen, aber ich kann sie in die Stamme führen, weil dann sind sie in der falschen Gemeinde. Also ein gutes Zeichen. Ja. Amen. Amen. Slavica spricht Serbisch, ich habe gesagt, wenn sie kommen um 10 Uhr, habe ich da ein paar Leute, die Serbisch mit ihnen sprechen können, ja. Amen. Können mal die Sache über die Bibel gut erklären, aber die Bibel, das kennen sie nicht, sie wollen gerne eine Luther 1545 Bibel haben. Und das hat sie sich sehr gefreut. Das ist ein bisschen Arbeit zu tun, ich komme mit Zeit, ja. Mit deinem Alter, danke, Christi. Praktisch ein Beispiel, wie Gott die Waffen von Leuten führt, kommt nach dem Alten Testament in 2. Samuel, Kapitel 5, Vers 25. 2. Samuel 5, Vers 25. David tat, wie der Herr ihm geboten hatte, und schlug die Philister von Geba an, bis man kommt gegen Gaza. Also hat Glaubensgehorsam und hat einen Sieg bekommen. Wenn Gott sagt, geh, da kannst du gehen und Gott führt dich durch. Ob es nun ein Gericht ist, ob falsche Anklage ist, Gemeindegründung ist. Wenn du gehst, Gott geht voran. Gott bereitet die Herzen vor. Komm mal nicht weiter nach 2. Samuel 10, Vers 12. Da haben wir eine Situation, wo die Israeliten sind umringt. Von Moabiten und Assyrien. Von beiden Seiten sind in die Zange genommen. Sie können nicht irgendwo hin. Und dann lesen wir, dass das jetzt geschrieben, 2. Samuel 10, 12. Sei getrost. Und lass uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Das haben sie dann getan. Sie haben die Initiative übernommen. Vers 13. Joab machte sich herzu mit dem Volk, das bei ihm war, zu streiten wie die Syrer. Und sie flohen vor ihm. Mit anderen Worten, sie haben attackiert und der Feind ist gekommen. Was passiert dann? Vers 14. Da die Kinder Ammon sahen, dass die Syrer flohen, flohen sie auch. Vor bis und zog in die Stadt. Ja, dann hebben we daar een Marine, een Amerikaan, die waren in Zuid-Korea, waren katastrofale Sachen voor hen. Die wurden geschlagen van de Koreanen en de Chinezen. En die waren umringt. En dan wurde ihm angerufen, Chesty Puder was zijn naam, gesagt: Ja, sagte General, Chesty, wo bist du? Ja, daar. Wo sind die Chinezen en die Koreanen, die attackieren? Dan moest ik dich aan de Linie geben, konnten sie mit ihnen sprechen. Met andere woorden, zo nah waren sie dran. En dan hebben ze gesagt: Ja, aber Herr Puller, wir sind umringt von dem Feind. Gut, sagt Puller, können Sie uns nicht entfliehen. Und er hat attackiert. Und sie sind rausgekommen. Mit anderen Worten, aber du denkst, alles ist gegen mich, ich bin umringt von Feinden. Gott ist mit dir, tu einfach recht und greif an. Und dann sollst du sehen, der Herr gibt immer eine offene Tür. Sehr wichtig als kleine Ermutigung. Der Herr ist der richtige Kriegsmann. Und er hat damals für David gekämpft. Er kämpft auch für dich. Wir sollen einen guten Glaubenskampf miteinander kämpfen. Und vergiss niemals, unsere Person ist ein lebendiger Gott. Er ist unsere Rettung. Er ist unsere Heiland. Das Heil ist in ihm. Und das ist absolut wichtig in Psalm 35, Vers 3
Ich bin deine Hilfe. Er ist dein Heiland. Er ist das Leben. Er geht voran. Und lass niemals dein Auge weg von ihm. Dann in der Engel des Herrn, ist vielleicht noch gut hier zu erwähnen, in Vers 6. Ihr Wege müssen finster und schlüpfig werden und die Engel des Herrn verfolgen sie. Der Engel des Herrn, die finden wir ein paar Mal in der Heiligen Schrift, zum Beispiel in 2. Chronik 32, Vers 21. 2. Chronik 32, Vers 21. Der Herr sandte einen Engel, der vertilgte alle Gewaltigen des Heers und Fürsten und Obersten im Lager des Königs zu Assur, dass er mit Schande wieder in sein Land zog. Und da er in sein Gotteshaus ging, fällte ihn derselbe durch Schwert, die von seinem eigenen Leibe kommen waren. Ich glaube, da waren 100.000 Mann, die wurden in einer Nacht von einem Engel geschlagen. Der Engel des Herrn ist die Erscheinung des Herrn. Das ist Jesus in Person eines Menschen, als Engels Erscheinung, die dann diese 100.000 Mann schlägt. Das ist die Engel des Herrn. Die Engel des Herrn verfolgen sie. Jesus kann er noch immer tun. Wenn der Engel des Herrn durchzieht, kann kein Mensch dagegen stehen. Und dann lesen wir in Vers Ihr Wege müssen finster und schlüpfig werden und der Engel des Herrn verfolge sie. Mit anderen Worten, wenn der Herr für dich ist, dann sorge dafür, dass die Feinde ihr Weg abfallen und nicht mehr durchziehen können. Sie kämpfen oft miteinander. Pontius Pilatus und Herodes haben einen gemeinsamen Feind gesehen. Wenn Jesus getötet wurde, sie sind aufeinander losgegangen. Das ist diese Welt. Sie kommen nur zusammen, ein UNO, ein NATO, ein Völkerbund, weil sie einen gemeinsamen Feind haben, das ist der Herr Jesus Christus. Und Völkerbund, UNO und so weiter, an EU und so weiter, die kommen zusammen, weil sie haben einen gemeinsamen Feind, und wenn sie ihn nicht mehr haben, gehen sie einfach aufeinander los. Nehmen wir noch 3, 4 Versen, bis Vers 10, Psalm 35, Vers 7. Sie haben mich ohne Ursache gestellt, ihre Netze zu verderben und haben ohne Ursache meine Seele Grube zugerichtet. Sie ist das Wort Netz da? The World Wide Web. Das Internet. Internet. Da musst du ein bisschen voor aufpassen. Wenn du auf Internet bist, dann kann dein Mensch kunnen genau wissen, was du schaust, mit wem du kommunizierst, was du sagst. Was in deinem Herzen ist, dann musst du voor aufpassen. Vertrouw nicht auf diesen Internet. Da wird da die Idee, sie haben mich ohne Ursache gestellt, die Netze zu verderben. Weißt du, was der Name ist von der Geist Judas Iskariot? Abaddon oder Apollyon, das heißt der Verderber. Der Terminator. Der Verderber. Die rücksichtslos Leute ins Verderben stürzt. Das ist seine Freude. Der einzige Freude, die diesen falschen Geist, der Gott diese Welt hat, ist, Leute zu verderben, für ewig in die Hölle, zu verdammen in der Pfuhl des Feuers. Das ist seine Freude. Und du hast uns, Botschafter Christi, das Evangelium der Gnade Gottes an anderen weitergeben. Dann in Vers 9, aber meine Seele müsse sich freuen des Herrn und fröhlich sein auf seine Hilfe. Das ist ein praktischer Hilfe für jeden Christ. Vers 10, alle meine Gebeine müssen sagen, Herr, wer ist deinesgleichen, die du den Elenden errettest von dem, der ihm zu stark ist, und die Elenden und Armen von seinen Räubern. Eine elende Person, eine arme Person, das ist in Trübsalzeit, Leute, die den Herrn fürchten, sind arm, die Reichen, sie sind gottlos, was sie anbeten, der Antichrist durch das Merkzeichen des Tieres, was sie genommen haben, den Teufel anbeten, dann werden sie reich werden, das ist die Idee. Nun, komm in Jesaja, glaube ich, zu diesen armen und elenden Leuten heute. Was ist die Bedingung, dass Gott dich hört und segnen möchte? Komm nach Jesaja, Kapitel 66, Vers 2. Wenn du sagst, ich möchte Gottes Gnade und Segen haben, dann braucht er jemanden zu sein, die in Vers 2 an die folgenden Bedingungen in Erfüllung geht. Psalm 66, Vers 2. Meine Hand hat alles gemacht, was ich spricht er. Meine Hand ist ein Hinweis zu Jesus Christus.
Ich sehe aber an den Elenden, und der zerbrochenes Geistes ist und der sich fürchtet, nicht vor Menschen, vor meinem Wort. Wenn du Gottes Wort nicht fürchtet, aber verachtet, dann sollst du zerfallen und zerbrochen werden. Sagt Sprüche 13, 13. Wenn ich fürchtet vor sein Wort, ist eine Folge, kann man sagen, in die Reihenfolge von Elend und zerbrochenes Geistes. So, ich weiß nicht mehr, ich übergebe mich, ich vertraue nicht mehr meine Gerechtigkeit, so wirst du errettet, wenn du Jesu Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit annimmst. Im Nachfolg, da kommt der Punkt, dass du sagst, Herr, ich weiß nicht mehr, was ich tun muss, ich bin abhängig von dir alleine. Und dann kann der Herr, wenn du gebrochen bist, dich anfangen zu nützen, zu seiner Ehre. Wenn du gebrochen bist, sagt Herr, du musst mal sagen, was ich zu tun habe, muss ich links, rechts gehen, Studium, Arbeit, was auch. Dann kann der Herr dich anfangen zu führen. Du musst ihm als gebrochener Geist alles übergeben. Und nochmals, die Zusammenhang von den Elenden ist ein Hinweis zu den Trübsalheiligen. Lass ich das nochmal anschauen in Jakobusbrief, die letzte Referenz, die wir anschauen dann heute. Jakobus Kapitel 5, Vers 2. Jakobus 5, Vers 1 und Vers 2, das ist geschrieben nicht an Christen, aber in der Geschlechterstämme Israels. Jakobus 1, 1 und Jakobus 5, 1 und 2 sagt, wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über euer Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind mottenfressig geworden. Und die Gerechten, das sind die Armen, Vers 6, ihr habt unter den Gerechten, das sind Leute, die glauben an Jesus und das Merkzeichen des Tieres nicht nehmen, um das Gebot Gottes zu halten. Ihr habt verurteilt den Gerechten und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Und das ist eigentlich, wovon David indirekt spricht, also ein elender, gebrochener Mann, der den Herrn alleine vertrauen kann. Ein Hinweis zu den Überrest Israels in der Trübsalzeit. Okay, dann lassen wir da eine Pause machen und dann am Sonntag weitergehen mit Psalm 35, Vers 11. Vater, wir danken nochmals für dein Wort. Wir beten deinen Segen, dass du uns Gnade schenkst, um einen gebrochenen Geist zu haben, um uns zu fürchten für dein Wort, dass du uns lenken und führen kann dort, wo du uns haben möchtest, zu deiner Ehre. Wir beten das in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Okay, dann. Möchtet ihr noch ein Lied haben, um abzuschließen vielleicht? 180. 180. Ist mir nochmal aufgefallen.